bei allem Wichtigen, was ich tue, muss ich natürlich denken, und das tue ich auch automatisch, ist das gut für unsere Stadt, für ihre Bürger, und zwar nicht nur für die Reichen, sondern insbesondere auch für die Armen. Ich würde sagen, das sind keine sentimentalen Überlegungen, sondern das sind ökonomische Überlegungen, gepaart mit einem Gefühl für anständige Architektur. Denke ich mein Leben ehrlich zurück, mehr als mir selber verdanke ich dem Glück. Das kann man ja vielleicht behalten, und das ist so.